sei ein Dreieck ABC, in dem der Punkt M die Mitte von der Strecke AB ist und der Punkt N die Mitte von der Strecke AC ist. Der Auftrag heißt, beweise, dass der Vektor MN gleich ist zur Hälfte vom Vektor BC. Zuerst stellen wir die Situation grafisch dar und stellen auch die Hypothese auf. Am Anfang haben wir dieses Dreieck ABC. Wir haben diesen Punkt M Mitte von dieser Seite AB und wir haben diesen Punkt N Mitte von der Seite AC. Wir sollen beweisen, dass dieser Vektor MN genau die Hälfte von diesem Vektor BC ist. Das ist unsere These. Um diese These zu beweisen, starten wir von diesem Vektor MN und zerlegen ihn als Summe vom Vektor MA und vom Vektor AN. Der Vektor MA plus der Vektor AN, das ergibt effektiv den Vektor MN, weil diese beiden Vektoren ja aufeinanderfolgend sind. Wir wissen aber, dass der Vektor MA, genau die Hälfte vom Vektor BA ist, weil M ja die Mitte von dieser Seite AB ist. Wir wissen auch, dass dieser Vektor AN genau die Hälfte von dem Vektor AC ist, weil N ja die Mitte von der Seite AC ist. Also können wir MA durch die Hälfte von BA und AN durch die Hälfte von AC ersetzen. Hier können wir die Zahl 1/2 ausklammern und zwischen Klammern haben wir die Summe von zwei aufeinanderfolgenden Vektoren und diese Summe ergibt den Vektor BC. Somit haben wir also bewiesen, dass der Vektor MN genau 1/2 mal Vektor BC ist, was zu beweisen war. Der Auftrag ist schon erledigt.